Herzlich willkommen zu Anfänger lernen nähen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Angelika. Es ist eine neue Videoreihe und sie startet ganz am Anfang. Ich erkläre euch zunächst die Basics. Die Videos sind kurz und knapp und in jedem Video geht es nur um ein einziges Thema. Es gibt ein Inhaltsverzeichnis. Ihr könnt es auf Google Drive herunterladen. Der Link dazu ist unten in der Beschreibungsbox. Wenn euch die Videos weiterhelfen, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und jetzt fangen wir auch schon an. Heute geht es ums Reinigen und Ölen der Nähmaschine. Als erstes habe ich den Netzstecker entfernt, die Maschine ist ausgeschaltet und vom Strom getrennt. Wie oft man eine Nähmaschine reinigen muss, kann man nicht in Stunden oder Tagen angeben. Das hängt davon ab, was man näht. Es gibt Material, das überhaupt nicht staubt und fusselt. Dann muss man es nicht sehr oft machen. Es gibt Material, das sehr stark staubt und fusselt. Da muss man möglicherweise alle Viertelstunde einmal durchpusten. Zum Beispiel grober Strickstoff oder Kordstoff. Das fusselt sehr. Wenn ihr Glück habt, habt ihr in eurer Zubehörschublade einen Pinsel. Wenn nicht, kauft ihr irgendeinen Pinsel im Malergeschäft oder im Haushaltwarengeschäft. Er sollte nach Möglichkeit seine Haare nicht zu leicht verlieren. Und dann kann man einfach alles an der Maschine abfegen, abstauben. Oben und auch hier unten die Spulenkapsel entfernen und dann kann man auch hier unten ausstauben. Wichtig, die Spulenkapsel immer gleich wieder einsetzen, dass sie nicht verloren geht, denn wenn man sie ersetzen müsste, wäre es teuer. Eine Nähmaschine ist ein mechanisches Bauteil und muss deshalb ab und zu einmal ein bisschen geölt werden. Ich habe dazu eine Flasche Öl gekauft. Wichtig ist, gutes Nähmaschinenöl zu kaufen, kein billiges Fahrradöl zu verwenden, denn das könnte harzen und die Maschine beschädigen. Diese Flasche Öl habe ich gekauft zusammen mit meiner ersten Nähmaschine und ob ihr es glaubt oder nicht, das war vor 38 Jahren. Und da ist immer noch etwas drin. Also das ist eine Investition, die sich lohnt und das ist nicht teuer. Die Frage ist nun, was muss an der Maschine geölt werden? Ganz klar, alle beweglichen, mechanischen, metallischen Bauteile. Das ist hier unten in der Maschine, hier am Greifer. In meinem Fall ist hier jetzt aber dieses Schwarze schon aus Kunststoff. Also ich gehe mit dem Öl nur ganz, ganz sparsam an das Metallische. Einen ganz kleinen Tropfen, bewege dann das Ganze mittels Schwungrad. Ihr denkt dran, das Schwungrad immer nur gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Dann setze ich das wieder ein. Und nun schraube ich hier oben einmal auf. Auch hier oben staube ich zunächst einmal alles ab. Und dann hat meine Maschine hier und hier eine Schraube, die öffne ich. Dann kann ich den Deckel herunternehmen. Und nun öle ich alle Teile, die sich bewegen. Wenn ich am Schwungrad drehe, dann sehe ich, was sich bewegt und überall, wo Metall auf Metall reibt, mache ich einen ganz kleinen Tropfen Öl hin. Also zum Beispiel hier. Hier, diese Stange hier dreht sich, also mache ich hier einen ganz kleinen Tropfen. Und hier unten, also dieses hier ist der Fadengeber, dieses hier. Also auch hier unten so ein bisschen außen an der Maschine. Aber wirklich ganz, ganz sparsam.
an Kunststoffteilen. Da ist so eine Kunststoffpaste, wie ähnlich wie Zahnpasta. Da darf auf gar keinen Fall Öl hin. Und an Gummiteile darf auch auf gar keinen Fall Öl. Wenn ich damit fertig bin, schließe ich den Deckel wieder. Wenn ich fertig bin mit Ölen, nehme ich ein paar Stofffetzen aus dem Abfalleimer und lasse es einmal durchlaufen, um überschüssiges Öl zu entfernen, damit ich es nachher nicht auf meinem nächsten Nähprojekt habe. Einen Faden brauche ich dafür nicht. Kein Öl drauf, besteht für mein nächstes Nähgut keine Gefahr. Wie oft die Maschine geölt werden muss, kann man ebenfalls nicht in Stunden, Wochen oder Monaten angeben. Ich mache es immer so, wenn ich höre, dass die Maschine laut wird, dann mache ich ein bisschen Öl hin. Das ist aber wirklich nicht sehr oft.